Ja, wenn es wieder online, er beeft schon wieder mit dem Pranky. Schauen wir kurz mal. Ja. Acer Product schreibt, wird Erwin mal Thema? Von dir? In meiner Show? Wie du deine Streams machst, du solltest die Streams ganz anders machen. Ja, das haben sie bei mir die ganze Zeit gemacht, ja, bevor ich sie alle rausgeworfen habe. So, ja, du solltest da deine Streams anders machen. Du solltest etwas ganz anderes reden. Pass auf, hier hast du ein Wort gesagt. Dieses Wort sagt man nicht, Bruder. Alle Leute sind dumm, sie werden das falsch verstehen. Du weißt ja, wie die Leute sind. Die Leute sind blöd. Denen muss man ein bisschen, weißt du, so... Ja, so ein bisschen mit Vorsicht das aber alles. Und sie ein bisschen manipulieren. Es brodelt in ihm. Du weißt, wie das funktioniert, ja? Und ich habe dann gesagt, nein, das möchte ich einfach nicht, ja. Ja, genau, sie kommen die ganze Zeit mit, du musst dein Leben ändern praktisch. Die kommen die ganze Zeit so, du musst deine Persönlichkeit und dein Leben ändern. Und dann sagst du zu ihnen, sag mal, was machst du dir anders? Du so also so wie ich verstanden habe, hat irgendjemand Beef. Ich erzähle euch, es gibt Beef, ja, es gibt Krieg. Pranky gegen Proletopia. Aber der Krieg tobt ja nicht erst seit gestern. Nein, ich glaube, das geht schon länger als der Krieg in der Ukraine, was zwischen Pranke und Proletopia los ist. Die hatten schon vor Silvester, ja, muss man sich mal vorstellen. Länger als der Krieg in der Ukraine geht schon der Krieg Pranke gegen Proletopia oder Proletopia gegen Pranke. Na, ich weiß nicht, um was es ging, wahrscheinlich demokratische Betriebe oder... Sarah Wagenknecht, wegen irgendwas werden sie schon angefangen haben zu streiten. Pandur schreibt, Vibes wie ein griechischer Eisverkäufer, der auf einem Italiener macht. Es ist quasi der Kampf der Titanen, Ralf Hauske. Ja? Und anderen erklärt, wie sie zu leben haben, nicht zu leben haben, was sie sagen sollten, nicht sagen sollten, Rambo was passieren sollte nicht. Heidel Schiert, X100, Caps Lock Diktatur, Caps Lock wütend, 111. Ja, leider macht er das nicht ordentlich. Ne? Der müsste das jetzt schreien, die Computerstimme. Ja! Absolut richtig! Bösartige Menschen! Ja! Danke, Rambazamba Heidi. Also die sind im Krieg, Pranky gegen Proletopia. Der Krieg geht ja schon seit, das waren halt nur die zwei, Pranke gegen Proletopia, das war vor Silvester schon, keine Ahnung seit wann, ja, sie kriegen halt. Und mit eskaliert ist es halt dann mit der Ukraine, da wurde dann aus dem Krieg zwischen Erwin und Pranke wurde dann ein Krieg Erwin gegen die Lillis. Und jetzt hat irgendjemand gestern oder vorgestern, muss man sich mal vorstellen, der hat dem Pranky auf seine private E-Mail eine E-Mail geschickt und er verdächtigt jetzt den und der Pranky verdächtigt jetzt den Erwin. Dann schreiben sie das auf Twitter und wenn das dann auf Twitter steht, dann steht es auch dem Erwin bis hier. Bis hier steht es ihm, ja. Und entsprechend regt er sich jetzt auf. Ja. Und jetzt pass auf, was sie schreiben, was dieser Schau. Dude schreibt. Seine Mods suchen schon die Adressen und Privatmail von Pranky raus und es juckt ihn null. Siehst du, was der Typ hier schreibt? Was schreibt er auf schreibt, Twitter? Dass meine Mods die Adresse und Privatmail raussuchen. Jo Mods, wie geht's euch damit? Mods, wie geht's euch damit? Ich habe auch Mods. Macht ihr auch so Sachen, meine Mods? Stecke ich auch mal so in Teufelsküche? Ich hoffe nicht. Amrike Bari gesagt, es ist zu einer billigen Daily Soap verkommen, ja. Rambazamba Heidi schreibt, warum ist das immer eine Männerstimme? Die Männerstimme heißt Hans. Das ist Hans und den konnte ich so einstellen. Gesagt, steht dieser Dude einfach hier und sagt einfach, nein, ich habe völlige Scheiße über dich geschrieben. Ich habe euch einfach vollkommen diffamiert. Aber na okay, gut. Jetzt möchte ich mal wissen, was da auf Twitter los ist.
jetzt schauen wir mal kurz. Schauen wir mal beim Pranky, ja. Ich muss mich da jetzt mal informieren, weil ich meine, ich Twitcher, Erwin Twitcher, Pranky Twitcher, wir sind ja quasi Kollegen. Und das geht mich halt auch was an. Also, Proletopia, nicht Proletopia, auch nicht Proletopia, wegen Go Vegan. TDO Master cheert, X100, bitte eine Heidi-Stimme anstatt Hans. Ja, ist das, wollt ihr wirklich lieber eine Heidi? Ich glaube, es gibt, na, ich weiß nicht, ob sie Heidi heißt, aber es gibt eine Frauenstimme. Seitenansicht schreibt, zu den beiden fällt mir ein, dass die Story kacke, aber die Grafik echt geil ist. Ja. So ein bisschen wie Dying Light, wie das Spiel. Also, bitte zu Ende lesen, Thread. Bitte zu Ende lesen. Ein User aus der Community von Proletopia schreibt mich auf meiner privaten, nicht öffentlichen Mailadresse an und sagt, ich solle mit Proletopia entweder kooperieren oder ihn in Ruhe lassen. Darauf angesprochen, teilt mir sein Headmod mit. Ist das sowas wie der Obermod, der Headmod? Gibt es bei mir nicht, ne? Ganz flache Hierarchien gibt es hier bei uns. Headmod. Was kommt nur als nächstes? Insekte Babaluna. Darauf angesprochen, teilt mir sein Headmod mit, dass man intern darüber beraten hat und das Thema im Stream nicht anbringt, da ja nicht ausgeschlossen sei, dass es sich um eine False-Flag-Aktion handelt. Oder anders, Proletopia, damit ist der Erwin gemeint, kriegt es nicht hin, seine Community dafür zu sensibilisieren, dass das Heraussuchen privater Informationen ein No-Go ist, wenn er wegen eines konkreten Vorfalls darum gebeten wird. Das erweckt bei mir den Eindruck, dass vorherige Appelle und Drohungen nichts anderes waren als Lippenbekenntnisse, ein neuer Tiefpunkt von Proletopia. Okay. Mit einem Gruß an Proletopia. Ja, der Erwin hat dann natürlich gestern, wenn Pranky hat was getwittert, dann hat der Erwin natürlich einen Stream gemacht und 3 Stunden darüber geredet. Okay. Und dann hat er ein Meme gemacht. Du widmest also einen ganzen Stream dazu, Leuten zu erklären, warum du es nicht hinkriegst zu sagen, sie sollen andere nicht belästigen, Fragezeichen, Bierli trinken, schauen. Schau, da ist aber urviel Zeit vergangen zwischen den Bildern, weil der Hakon sitzt hier und plötzlich sitzt er da. Und hier. Aber muss man sagen, er hat schon einen geilen Bart. Ja. Muss man sagen, vielleicht lasse ich mir meinen auch mal so länger wachsen, um zu schauen, wer dann den epischeren Bart hat. So, okay, gut. Und jetzt schauen wir mal kurz, wie reagiert Erwin dann. Der Beef geht weiter, erreicht neue Höhen. Wie gut, dass ich fliegen kann. Los, fliegt mit. Ja, dann wurde er gestern dreimal bei Twitch gemeldet, der Erwin auch. Wer mehr über Prankys Intelligenzniveau erfahren möchte, darf gern nachlesen, was Doxing bedeutet. Das ist schon geil, oder? Ich meine, es ist zwar irgendwie ein Schaß, ja, es ist einfach nur warme Luft mit Geruch, aber irgendwie ist es geil. Ich weiß nicht. Raffi mal wieder schreibt, ich liebe diesen Beef. Dir geht's so wie mir, Raffi. Ja. Raffi schreibt, Erwin schwurbelt rum, was Ukraine angeht und kommt nicht runter von seiner undifferenzierten Kapitalismuskritik, aber Pranky ist auch leicht auf die Palme zu bringen. Ja, also ich würde sagen,
ich weiß nicht, ob du die Story kennst, ne, mit dem bekannten anti-amerikanischen Motiv, ne, von was Prunke gesagt hat. Also ich würde mal sagen, das hat schon Gründe, warum die zwei sich so schön ergänzen. Seitenansicht schreibt, meine Fresse, da haben Kindergartenkinder mehr Niveau und Konfliktlösungsstrategien als die zwei Kasper. Mein Hirn tut schon wieder weh und ich will nur noch schreien. Ja, aber es ist ja nicht nur, da ist ja nicht nur der Prunke, na, dann ist der Kirt schon noch irgendwie mit dabei, weil der macht dann Reaction-Streams auf die Streams von Erwin. Der Erwin macht dann Reaction-Streams auf die Reaction-Streams vom Kircho. Der Kircho macht dann wieder eine Reaction auf den Reaction-Stream vom Erwin, auf den Reaction-Stream vom Kircho, auf den Reaction-Stream vom Erwin, der auf den Kircho reacted hat. So irgendwie geht das. Ja? Und dann hängst du so drin und das geht über Monate. Und dann denkst du dir, du hängst in einer Zeitschleife. Schupet schreibt, was oder wer genau sind denn jetzt eigentlich Lilis? Ich habe noch nicht raus, ob ich mich angesprochen fühlen soll. Naja, Linksliberale, ja, aber check's mit Erwin. Ich weiß nur, dass es Linksliberale sind. Unbreakable Alex schreibt, früher hat sich Erwin aufgeregt, dass Prunke sich mit jedem zerstreitet, aber jetzt folgt er seinen Fußstapfen. Vielleicht sollte er sich in Prunkitopia umbenennen. Die zwei sollten gemeinsam einen Streaming-Account machen. Prunkitopia, ja. Ja, Graf Hiebe, ich meine, es ist wahr. Das ist die beste Möglichkeit, damit einem der Content nie ausgeht. Ne? Ist ein Product Trap, ja. Der Loop is real, ja. Ja, aber es stimmt, ne? Du, vom Prinzip machst du einmal ein Video und dann reactest du immer wieder auf die Reaction, auf die Reaction, auf die Reaction, ja. Und es muss eigentlich nichts mehr passieren draußen in der Welt. Du hast das Material deines Lebens. Ja, das ist schon geil. Na gut. ja, und währenddessen hier bei uns gebieft wird, in Österreich habe ich jetzt gesagt, fühlt euch nicht ausgeschlossen, meine lieben deutschen Zuschauerinnen und Zuschauer, ich rechne euch schon mit, ja, aber wie, während wir hier bei uns im deutschsprachigen Raum, sage ich jetzt mal, während wir hier, Moment, ich muss noch mal kurz beim Chat bleiben. Ja, ich sollte, das ist gut auch. Eine Reaction Inception. Der radikale, proletopische Prunki. Ja. Rambazamba-Heide schreibt, ich glaube, Baba macht sich lustig über die Bieferanten. Na, würde ich nie machen. Ich finde, das ist die beste Möglichkeit, die man haben kann für intellektuellen Diskurs, um eine stabile Linke auf die Beine zu kriegen, ist die beste Möglichkeit, sich über Jahre sind es ja noch nicht, ne? Wart mal ab, ja, wie lange diese Telenovela geht, diese Twitch-Novela. Graf Hiebe schreibt, Baba, denkst du denn, die beiden Piefke vertragen sich irgendwann wieder? Nee, du, der Erwin ist Österreicher. Graf Hiebe. Aber Graf Hiebe, bist du? Oh ja, du bist ja auch, ne? Der Erwin ist einer von uns. Graf Hiebe, da müssen wir müssen geschlossen hinter dem Erwin stehen. Österreich! Österreich! Unboxing. Österreich. Ich hab eingekauft, ich hab mir eine Österreich-Fahne gekauft.
weil ich werde jetzt, ich habe eh schon erzählt, ne, weil ich habe mich ja solidarisch gezeigt mit den Pride Months und dann habe ich mich ein bisschen lustig gemacht über die ganzen Patriotten, die sich so vernachlässigt fühlen wegen den ganzen Pride Months. Und jetzt habe ich mir gedacht, aus Solidarität werde ich mal für Sie eine Patriotenminute machen. Aber das dauert noch, bis das ganze Material da ist, was ich dazu brauche. Aber schaut, es ist ja, ich erkenne ja an, dass ein Großteil meiner Zuseher aus Deutschland kommt. Ja, ich tue das ja absolut anerkennen. Jetzt geht er schon aus, sie hörst. So. Deutschland, Österreich. Yeah. Deutschland, Österreich. Yeah. Guten Tag, meine sehr geehrten Herrinnen und Herren. Hier spricht euer Bundesüberkanzler über Österreich, Deutschland und ein bisschen die Schweiz. Ich übernehme jetzt das Kommando über alles. Schland! So, aber das kommt ein anderes Mal dann. Das alles. Das kommt dann ein anderes Mal. Es fehlt mir noch ein wichtiges Utensil und dann werden wir hier regelmäßig die patriotische Minute feiern. Damit sich, ihr wisst ja, ich bin ja einer, der keine Brücken einreißt oder in die Luft sprengt. Ich bin ja ein Brückenbauer. Man nennt mich auch Baba, der Baumeister. TDO-Master cheert. X100. Deutschland. Deutschland. Danke fürs Hafen. Ja. Ah, Markus Haraldsen schreibt, unsere Mädels spielen gerade Fußball gegeneinander. Ach so, Deutschland? Deutschland gegen Österreich? Spannend. Wusste ich. Wie kann ich denn diesen Proletopia Prunky Beef entschärfen? Soll ich Ihnen anbieten, Mediator zu sein? Ich hätte so gern, dass Sie sich vertragen. Ne? Ihr wisst, ich bin ein Brückenbauer. Baba der Baumeister. Baba der Baumeister. Hey, wir schaffen das. Mediator, gell, sollte ich machen. Unbreakable Alex. I am Schaut. Danke fürs Folgen. Na, irgendwas sollte ich mal... Ja, stimmt, Lefty, habe ich mitbekommen. Er will mit mir Kirchschuh reden. Ja. Ja, nicht der Frank, genau. Halt dich raus. Am Ende vertragen sich die beiden und sind gegen dich. Ja, ja, aber ich will auch meine Ernstfeinde haben. Ja, ich möchte auch einen ernstzunehmenden Ernstfeind. Ja, nicht so wie, weißt du, ich gebe mir so Mühe. Ich gebe mir so Mühe. Und das Einzige, was dann ist, Nina Malaika wünscht sich, dass mir einer geblasen wird. Das, ja gut, schwarz-weiß. Schwarz-Weiß hat mal reagiert auf ein bisschen Getrolle von mir. Aber sonst... der Prunky hatet mich ja auch nicht wirklich. Ja, genau. Nicht der Frank. Sollen wir dir einen Ernstfeind? Ja, warum? Ich meine, ich bemühe mich um den Ferdinand Kahn. Aber ich werde das auf September, das Gespräch werde ich auf September verlegen. Weil da muss ein bisschen mehr los sein auf Twitch.
wenn ich mit dem Ferdinand Kahn aufeinandertreffe, dann muss auf Twitch und auf YouTube muss ein bisschen mehr los sein, wenn ich Ferdinand Kahn zum Gespräch herausfordere. Graf Hiebe schreibt, lass den Pranke sich erstmal beruhigen. Ja, ja, stimmt. Zwei Ernstfeinde sind auf jeden Fall zu viel. Außerdem, ich darf dann, weil sonst glaubt er irgendwie, es gibt so eine Wiener Verschwörung gegen ihn. Ja, weil ich habe ihn ja, ihr wisst, populäres antiamerikanisches Motiv. Ich habe ihn ja ein bisschen durch den Kakao gezogen damit. Und es hat mir Spaß hat es mir gemacht. So ist es, die bösen Österreicher wieder. Gut, aber jetzt genug Vierlefanz, Schabernack, jetzt wird's ernst. Jetzt wird's richtig ernst. Falco, wenn du noch einmal das Populärargument bringst, dann block ich dich. Fand ich am besten. Ja, fand ich auch gut. Ja, Pandur, wir könnten einen Showfight machen. Crowdfunding, 50 Euro Gage und eine Wurstsemmel, gibt eine Ninja-Rolle und Euch. Feuchten Fuzzi für einen Verlierer. Ah, und einen feuchten Fuzzi für einen Verlierer. Ob die das machen würden? Ja, Mixed Martial Monkeys ist da. Hallöle! Hallöle! Ja, bei Showfights bist du auf jeden Fall. Schau mal, jetzt mal eine Frage. Wer würde gewinnen? Markus, hilf mir mal. Ja? So. Markus, ihr wisst Bescheid, er ist quasi mein mentaler Trainer, mein Mentalcoach. Wer würde gewinnen? Er oder ich? Also, er da, er oder ich? Sieht man nicht viel von ihm gerade, gell? Warte. Ich gehe nochmal hier. Schauen wir uns das mal kurz an. Hören wir uns das an. Es geht nämlich um die Medienlandschaft. Ich möchte dann, wenn ihr gescheit sieht. So sehen produktive Gespräche aus. Menschen stehen da. Da ist er bei mir. Da redet er über mich. Hier. Da. Wer würde gewinnen? Marco schreibt, er ist jetzt schon nervös. Ein bisschen Trash-Talk und er bricht ein. Ja, gut. Ich darf sowas nicht sagen, das wäre ja arrogant, aber ich habe mir eigentlich nichts anderes gedacht. So, und hier und jetzt, warte, Markus, einen zeige ich dir noch. Warte. Und hier, wer würde gewinnen? Warte, es gibt aber, es müsste ja diese Rede von ihm auch geben, ne? Und was ist denn da jetzt los? Prank-Rede. Der hat Welpenschutz. Der Pranke, der ist doch älter als ich, oder? Was? So wie sich der benimmt, habe ich mir gedacht, der ist Mitte 50. Aber doch nicht. Eindeutig Pranke, der ist doch in einer ganz anderen Gewichtsklasse. Ja, aber ich habe gelernt, das ist wurscht. Das Gewicht ist eigentlich wurscht.
Ja, weiß nicht. Also ich hätte jetzt gesagt knapp 50. Aber so alt ist er wahrscheinlich nicht, ne? Dachte eher, der war jünger. Nein, ich habe mir immer gedacht, der ist ein Boomer. Ja. Nee, dann ist er eh. Ja. Na, ich schätze, der wird so alt sein wie der Erwin. Den nehme ich auch, schreibt der Markus. Er hat keine Kondi, schätze ich. Okay. Na, glaube ich auch, ja. Na gut, dann wissen wir schon mal, wer der King ist. Wer der King ist auf Twitch und YouTube. Wofür steht das Wort Prunky oder muss man das rückwärts lesen? Puh, das weiß ich nicht. TTTDO Master, Alter spielt keine Rolle. Ja, jetzt komm hier nicht so mit Materialismus daher. Wir sind im Internet. Da ist das Alter egal. Mixed Martial Monkey, nicht umsonst hast du Baba im Namen. Genau. Baba Bartonek und dann werde ich meinen Kanal umbenennen auf Babo Baba. Oder auf King. King Babo Baba.